Stimmabgabe bei der vorgezogenen Präsidentschaftswahl in Venezuela. Überschattet von einer schweren Wirtschaftskrise und Boykottaufrufen der Opposition sind die Bürger des südamerikanischen Landes zu den Urnen gerufen. Der sozialistische Amtsinhaber Nicolas Maduro hofft indes trotz aller Proteste auf eine zweite Amtszeit. Dem Linksnationalisten wird vorgeworfen, die Demokratie in Venezuela auszuhebeln. Im vergangenen Jahr entmachtete er das Parlament, in dem die Opposition die Mehrheit hatte. Die USA, die Europäische Union und zahlreiche Länder Lateinamerikas wollen die Wahl nicht anerkennen. Es hat eine scharfe Kampagne gegeben, angeführt von Donald Trumps Regierung in den Vereinigten Staaten, um die Wahl in Venezuela zu diskreditieren. Aber es ist ihnen nicht gelungen. In Meinungsumfragen liegt Maduro zwar hinter seinem wichtigsten Herausforderer, aber die erwartete niedrige Wahlbeteiligung spielt ihm in die Hände. Maduro dürfte sich durchsetzen, obwohl 75% der Venezolaner die Amtsführung des Präsidenten ablehnen. Aber Maduro und die sozialistische Idee haben durchaus noch Anhänger. Nur die Revolution kann die sozialen Errungenschaften für unser Volk aufrechterhalten. Und klar, wir sind in einem Wirtschaftskrieg. Der Verfall des Ölpreises hat Venezuela in die Krise gestürzt. Das Land ist tief gespalten. Die Rede ist schon von einem Pulverfass.